folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von CrossCult. Comics, Manga und Romane. Im Rahmen der neuen Ausgabe des Comic Talks haben wir die Gelegenheit, mit einem Gast näher zu sprechen. Es geht um die Dame, die für dieses Buch verantwortlich ist, Message, ein Science-Fiction-Comic, der bei CrossCult erscheint. Und bei mir ist heute Christine Wendt. Christine, grüß dich. Hallöchen. Du hast diesen Comic erschaffen, zusammen mit der Ronja. Welchen Anteil hatte sie, welchen Anteil hattest du? Also Ronja Büscher? Ja, also die Story und auch die Zeichnungen, allen drum und dran, die sind von mir. Mhm. Die Ronja, die hat mich dabei unterstützt bei beim Thema halt Dialoge, wie man am besten die Texte richtig setzt, eben halt auch mal so mit Rat und Tat dabei stehen, eben halt, wenn ich mal wissen möchte, ob die Szene ihr gefällt oder nicht. Und sie hat so eher diesen unterstützenden Part gehabt. Und du bist ja nicht originär Comiczeichnerin, wenn ich das richtig mit. Also es ist jetzt nicht, dass du, dass dein Werdegang war, dass du zur Kunsthochschule gegangen bist und dann als Grafikerin erstmal Joghurtbecher designt hättest oder so. Das ist ja das, was wir häufig bei Comiczeichnern beobachten, dass die irgendwie in der Werbung erstmal grafisch gearbeitet hätten. Bei dir ist es ganz anders. Was machst du? Ja, also ich bin ursprünglich Schreinerin und ich schreine einfach Möbel sozusagen. Also ich habe was in Richtung, was mit Kunst zu tun hat, gar nichts gehabt. Also keine Kurse oder sonst was. Die gab es damals auch gar nicht, weil es ja eben halt mit den Mangas und den Comics ja doch in meiner Zeit noch relativ frisch war. Und wenn da mal so ein Kurs mal war, dann war es eigentlich, wie man Blümchen malt. Aber nicht eben das, was von mich am Ende interessiert hätte. Und ja. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Weil dein Artwork sieht ja schon reif und überlegt und ausgefeilt aus. Das ist sehr elegant, das ist eine lange Story mit aufwendigen Perspektiven. Wie eignet man sich das denn an, wenn man hauptberuflich was anderes macht? Indem man viel rumprobiert. Also man muss dazu sagen, dass ich mit Band 1 wirklich sehr lange gebraucht habe. Also ich habe wirklich 4 Jahre für die Entwicklung gebraucht. Aber so, ich habe eigentlich schon sehr gerne mit Artworks gearbeitet. Also auch wirklich mit Farben, mit Hintergründen. Und ich habe auch schon gerne auch Stories entwickelt. Aber ich hatte nie wirklich die Zeit dazu gehabt oder auch nicht die Technik dazu gehabt, wirklich diese Story auf Blatt Papier zu bringen. Mhm. Und natürlich mit den neuen Techniken, die wir haben, also was ich jetzt auch eben zum Beispiel, kann jetzt mein Tablet, kann ich ja mit zur Arbeit nehmen und ich kann dort halt auch arbeiten, weil sonst war es immer nur auf zu Hause beschränkt und wenn ich dann eben mit so eine 40-Stunden-Woche da habe, dann ist da halt nicht viel Zeit übrig. Ne? Und ich kann es selbst nicht erklären. Es wird relativ oft deswegen gefragt, woher das alles kommt, aber ich sage einfach nur Übung irgendwie. Und das aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass du gerade, ich drück's mal ganz salopp aus, weil ich 2 linke Hände habe und keinen Nagel gerade in die Wand bekomme, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man, während man einen Schrank zurechtsägt, so über Charakterkonstellationen und Dialoge nachdenken kann. Aber es ist ja schon schwierig, dann auf der Kreissäge dein Grafiktablett hinzustellen und eine Cover-Illustration zu zeichnen, oder? Ja gut, dann wäre das Ding mal 2. Also, ne? Also wenn, dann arbeite ich meistens nur in den Pausen. Und ich sag mal so, ich mache jetzt nicht mal das klassische Schreinern. Also nicht wirklich das, was man jetzt sich denkt, mit einem Hobel da arbeiten oder an der Kreissäge schon. Aber bei uns ist es eher so industrieller Firma, also die wirklich in Massen produziert und wir haben da auch ganz andere Arten von Maschinen, also computergesteuerte Maschinen zum Teil. Und das sind, zwar habe ich so Phasen, wo ich mich natürlich auch konzentrieren muss und auch die Sachen einstellen muss, aber eben halt auch eine lange Phase, die relativ stupide ist. Also wirklich, wo ich nur mein Material durchschiebe und das am Ende raushole. Und in der Zeit habe ich einfach ein bisschen Platz, auch ein bisschen abzuschweifen. Also wirklich mit dem Kopf mal woanders zu sein. Und da kann ich mir wirklich so diese ganzen Szenarien mir auch besser vorstellen. Ich weiß nicht warum, also zu Hause funktioniert es nicht, aber sobald ich auf der Arbeit bin, meine Musik höre dabei und wirklich einfach so meine Arbeit mache, bin ich einfach weitaus kreativer. Also wenn es wirklich um Szenarien geht. Und dann wird halt in den Pausen gezeichnet. Also mal kurz schnell ein Brötchen zwischen die Kien geschoben und dann eben halt gezeichnet, wenn ich dann noch ein paar Minuten Zeit habe. Und dann
auch zu Hause vorher und nachher zeichnen und zeichnen? Weil du sagtest gerade, das dauerte 4 Jahre. Und das kann ich mir, also meine Beobachtung ist, wenn es um solche Selfmade-Geschichten geht, egal ob es jetzt ein Comic oder Musik oder irgendwas ist, wenn man jetzt nicht gerade der Nachkomme eines großen Comic-Künstlers ist oder sowieso in einem Musikerhaushalt ist oder so, dann ist alles, was ich beobachtet habe, wenn jemand sagt, ich will jetzt einen Comic verkaufen, ganz schnell, das darf maximal 6 Monate dauern und dann möchte ich damit an den Verlag gehen und Geld verdienen. Das sind Sachen, die zum Scheiß. Aber wenn jemand 4 Jahre lang an so einer Geschichte bleibt und da auch wirklich viel Zeit drin investiert, also das, was nach so 40 Stunden Arbeit noch über, dann muss einem das echt am Herzen liegen. Und dann, wie bist du daran gewachsen? Weil du sagtest gerade, du hast immer kreativ gearbeitet und immer mit grafischen Sachen. Aber wann wurde es Comic? Ich sag mal so, ich habe immer wieder mal was angefangen. Und irgendwann mal war das so, ich wollte einfach mal was fertig bringen, weil ich habe immer vieles angefangen, dann auch nicht durchgezogen. Und einfach war dieser Moment, es kann ja nicht sein, dass ich was nicht durchbringe. Und die Story, die hat in der Entwicklung, hat sie so arg in mein Herz reingepresst sozusagen. Also das war einfach mit drin und ich wollte es einfach nur rausbringen. Ich wollte einfach nur diese Geschichte den Leuten erzählen. Es war ja auch nicht irgendwie geplant, dass es zum Verlag geht, weil das war einfach immer so, immer ab und zu ist mir so der Gedanke so so um mich herum gesprungen. Aber sonst war das so, ich habe es eigentlich mehr für mich gemacht, eben halt auch, wenn ein Self-Publish, also wirklich nur über Messen verkaufen. Aber mein Hauptziel war wirklich, ich wollte es fertig machen. Also es soll einfach mal, ich will diese Geschichte den Leuten da einfach erzählen. Und in der Anfangszeit war das auch so, ich musste relativ viel rumprobieren, wie ich diesen Comic gestalte. Vorher habe ich das auf dem Blatt Papier gemacht, also wirklich mit Bleistiftzeichnungen gearbeitet. Das Problem war aber da, dass immer wenn ich die Sachen mitgenommen habe zur Arbeit und dann wieder nach Hause, dann hatte ich irgendwie ein gefaltetes Blatt am Ende. Also wirklich die Zettel, die sahen danach furchtbar aus. Bin ich dann komplett ins Digitale umgestiegen. Aber da war eben halt das Problem, es hat sehr lange gedauert, eine Koloration oder einen Zeichenstil auch zu finden, woran ich schnell arbeiten kann, aber eben halt auch so dem entspricht, wie ich es mir vorstelle. Also ich meine, man kann es wirklich so dahin klatschen, die Story damit praktisch erzählen, aber mir muss es ja am Ende auch gefallen. Klar. Und deswegen hat es eben halt auch wirklich, also in der Entwicklung selbst, von der Story her, vom wie ich das halt gestalte, weil ich auch jetzt natürlich auch viel mit 3D-Elementen auch arbeite, was mir natürlich sehr viel Zeit erspart. Ne? Ja, da ist schon einiges draufgegangen. Also es gab auch sehr oft Momente, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß alles hin. Also meine Freunde um mich herum, die kennen das alle, die haben gesagt, so, du, komm. Du machst es sowieso bald wieder weiter, also hör auf zu jammern, zieh es jetzt durch, ne? Aber naja. Aber du sagst das so gerade so salopp, ja, dann konnte ich auch mit 3D-Elementen arbeiten, das ist dann so eine Zeit, aber das muss man sich ja auch erst aneignen. Das ist ja jetzt nichts wie ich nehme jetzt mal eine Gabel statt einem Löffel, weil ich damit besser den Nudelsalat schaufeln kann irgendwie, sondern du musst ja vorher dich in das Thema einarbeiten. Ja, es gibt ein relativ einfaches Programm und damit habe ich eigentlich einfach mal spontan angefangen, einfach mal so ein bisschen rumgebastelt und ja, ich kam relativ schnell damit zurecht, weil es ja eigentlich, gut, es ist auch ein Programm, was man auch benutzen könnte für Möbelbau und da fließt natürlich auch dieses technische Wissen fließt dann halt mit dem auch mit ein, dass man eben halt auch mit den Maßen arbeitet und eben auch mit den Perspektiven, dass man das sich schon vorher vorstellt, was man sich da also da bauen möchte. Also wenn man nicht weiß, was man da bauen möchte, dann dauert es ewig. Gut, ich meine, ich brauche auch ewig manchmal, aber ja gut, es ist wirklich ein Prozess gewesen, wo ich wirklich mir auch die Zeit gegönnt habe. Also für manche Objekte, die ich da drin da entwickelt habe oder gebastelt habe sozusagen, da sind dann mal 2-3 Tage draufgegangen, aber wirklich von morgens bis abends. Aber das ist, ja gut, ich meine, das lohnt sich ja in dem Fall. Ich habe weniger Arbeit, brauchst du noch deine Perspektive drehen. Und dann ausmalen. Ja, aber trotzdem hast du ja, also ansonsten würdest du als Künstler, der sich kein 3D-Modell erstellt, würdest du ja diese 3, 4, 5 Perspektiven angehen und immer Referenzen. Also ich finde das schon pfiffig, aber nicht zwingend weniger aufwendig. Es ist halt ein anderer Aufwand, den du da betrieben hast. Und ich finde, dass gerade diese technischen Strukturen den Look von Message natürlich auch sehr prägen. Weil ich finde spannend, dass es auf der einen Seite sehr clean und modern aussieht, aber trotzdem so eine Wärme drin hat, was die Farben angeht.
Und ich denke, es war auch offensichtlich ein Erfolg, weil der zweite Band steht auch in den Startlöchern. Der soll nächstes Jahr kommen. Das für dich jetzt aber ein kürzerer Zeitabschnitt. Oder hast du schon so viel vorgearbeitet für den zweiten Band? Nee, also vorgearbeitet nicht. Schön wär's. Aber es war so, dass die Story an sich ja schon fertig stand, auch von vom Plot her. Und beim Verlag war das auch so, wo ich gesagt habe, die Story möchte ich auch so behalten. Es gibt so, also der Kern an sich, der muss so stehen bleiben und da kann man machen und sagen, was man will, der bleibt so. Das Drumherum, da bin ich noch ein bisschen optional, aber das war ja auch die Voraussetzung. Also sonst hätte ich das nicht gemacht. Hätte jetzt der Verlag gesagt, so nee, wir müssen da und hier kürzen, dann hätte ich gesagt, so nee, dann mache ich es lieber wieder selbst. Ne? Aber jetzt ist das so, im Vergleich zu Band 1 arbeite ich weitaus strukturierter. Also ich habe jetzt wirklich einen Plan, ich habe auch wirklich eine Redaktion, die jetzt auch mal sagt, so wirklich mach erst das, mach dies. Also wirklich Text, Dialoge, dann ein drum und dran, also den Rest halt. Bei Band 1 war das, ich habe mal hier angefangen, hab mal da angefangen und dann mal alles wieder verworfen, wieder neu gezeichnet, dann mal wirklich auf Power komplett durchgezogen und dann habe ich erst mal ewig gebraucht, um das wieder zu, ja, sozusagen zu retten sozusagen, weil ich hatte wirklich lieblos die Zeichnungen dahin geklatscht und das bereue ich immer noch. Und da ist jetzt nicht mehr viel von zu sehen. Nee, also es hat auch wirklich lange gebraucht. Also wirklich sehr lange, wirklich, weil ich jedes einzelne Panel wieder mal in die Hand nehmen musste und wieder nacharbeiten musste. Aber wenn man wirklich da gefühlt viel, sagen wir mal gut, das sind vielleicht da in dem Fall 2 Jahre gewesen, aber wenn man 2 Jahre lang immer dasselbe Panel oder dieselben Seiten zieht, das hat keinen Bock mehr. Was ich spannend fände und gerne Künstler frage, ist, was Einflüsse waren, was Dinge waren, an die du gedacht hast. Weil, also klar, Science Fiction sehe ich hier, ich sehe Endzeit Science Fiction, ich sehe eine große künstliche Intelligenz, die sich gegen die Menschen richtet, die ursprünglich dazu angedacht war, den Klimawandel zu regulieren. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich fände spannend, ist es klassischer Comic? War es mehr Film oder ich glaube auch den einen oder anderen japanischen Einfluss gesehen zu haben und dass du vielleicht mal einen Manga gelesen oder einen Anime gesehen hast? Also wir bezeichnen diesen Stil gerne als Hybridstil, weil meine ganzen Anfänge waren ja wirklich sehr mit Mangas geprägt. Also ich habe zwar wirklich zum allerersten Mal war es ein Comic, was ich in der Hand hatte, aber dann irgendwann kamen halt die ersten Mangas raus, also wie Dragon Ball, ein drum und dran, und das hat man natürlich auch als Kind verschlungen. Und natürlich, wenn man da wenig mit Farbe arbeiten musste, ist es natürlich noch besser. Und ich habe dann auch wirklich sehr viel in diesem Bereich auch gearbeitet, sei schon, also gezeichnet und auch eben halt auch viel gelesen. Und man merkt das schon, also ich hatte auch damals mir überlegt, dass ich vielleicht das auch eher in diesem Manga-Stil mache. Aber ich liebe es, mit Farben zu arbeiten. Und das hätte mir einfach komplett gefehlt. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt nee, das machst du daraus in ein, also wirklich eher so klassischen Comic, aber man kann einfach nicht diese Wurzeln einfach ablegen. Es geht nicht. Die sind einfach drin. Also dieser Stil, den merkt man immer wieder. Ich habe zwar immer wieder versucht, auch die Charaktere so von den Äußerlichen, dass sie mehr männlicher wirken, also mehr so wirklich diesen europäischen Stil haben. Die sahen dann aus wie Gollum. hat nicht wirklich funktioniert. Deswegen bin ich einfach auch da geblieben, weil einfach so, ich war einfach in meine Komfortzone und da habe ich mich einfach durchgearbeitet. Und ja, wie gesagt, wir bezeichnen das halt gerne als Hybrid, eben halt eine Mischung aus Comic und Manga. Ist es natürlich für die einen, wirklich diese eingefleischten Comicleser, natürlich nicht unbedingt. Also es gibt viele, die sagen, die können damit nichts anfangen. Verstehe ich auch völlig. Es gibt auch Leute, die wirklich sehr Manga geprägt sind, die sagen dann auch, es ist nicht wirklich ihr Ding, weil sie doch mit den Comics nicht so wirklich warm werden. Gut, ich sitze halt zwischendrin, aber im Prinzip mir ist das ja egal. Also ich kann auf diese Art und Weise meine Geschichte den Leuten erzählen. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. Ich muss nicht jeden glücklich machen. Und was mit den Einflüssen, ja, also es ist so, ich interessiere mich sehr für Technik allgemein, weil es eben halt auch mich, besonders in meinem Beruf, auch natürlich begleitet, weil um uns herum ändert sich das natürlich auch mit den ganzen Maschinen, die natürlich uns auch größtenteils auch die Arbeit abnehmen. Vieles natürlich auch computergesteuert wird. Und
natürlich auch durch meinen Lebensgefährten, der Informatiker ist, da kommt man natürlich auch mit den Sachen in Berührung. Und Science Fiction hat mich auch schon immer interessiert. Und das sind so die ganzen Themen, die ich da mit eingebaut habe, die sind einfach in diese Entwicklung mit eingeflossen. Also einfach so diese Interessen und eben auch eine gewisse Art von Logik. Gibt man eine künstliche Intelligenz Macht, ja, was macht sie? Die kommt meistens immer auf die dümmsten Ideen. Ne? Und ich habe jetzt... Jetzt kann man ja drüber streiten, ob das rein umweltschutztechnischer Sicht eine so schlechte Idee ist, die Menschheit auszulöschen. Also ich finde das doof, weil ich Teil der Menschheit bin, aber wenn man einem Computer sagt, mach mal was, was gut für die Erde ist, dann kann man ja drüber streiten, ob das so eine schlechte Idee ist. Ja, das ist wirklich, ich meine, es ist ja eigentlich jetzt, es ist ja kein Geheimnis, dass wir Menschen diejenigen sind, die den Planeten gerade ein bisschen zugrunde richten, ne? Oh ja. Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Und ich meine, das ist jetzt auch, wo ich mich nicht an was Neues bedient habe, es ist einfach nur eben einfach ein Thema, was mir einfach so einfach in den Sinn kam. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein gewisses Ziel gehabt, sondern ich habe mich wirklich anhand eines Bildes eigentlich mehr orientiert. Es war praktisch das allererste Bild, was ich auch von diesem Charakter gezeichnet hatte. Es war auch mein allererstes Science-Fiction-Bild, wohlgemerkt. Also ich habe sonst mal Fantasy gezeichnet. Und das Feedback war eben halt so groß, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja gut, die Leute, denen gefällt es, mache ich mal daraus eine Story. Und es war eben halt auch so wie beim Cover, ein Soldat mit weißem Hintergrund. Und anhand diesen Bildes habe ich wirklich alles so nach und nach aufgebaut. Also eben halt, er steht im Schnee. Ja, warum? Ist er jetzt auf einem anderen Planeten? Ja, war langweilig. Also bin ich dann einfach übergegangen, gut, könnte die Erde sein, aber warum ist sie jetzt vereist? Also musste ich dann immer wieder einen Grund finden, warum, weshalb, wieso er diese Rüstung trägt und allem drum und dran. Und so hat sich eigentlich diese Story bei mir aufgebaut. Also so wirkliche Einflüsse, so von, also was gerne ja gesagt wird, ist natürlich Matrix. Ich habe den Film nie verstanden. Ich fand das immer so witzig, dass die Leute sagen, ja, wenn ich glaube, die meisten, die darin involviert waren, haben den nicht so richtig verstanden. Das sollte vor allem knallig aussehen. Ja, genau. Also es war eigentlich, also das Einzige, was mir da hängen geblieben ist, war dieses Déjà-vu. Das ist mir hängen geblieben, aber alles andere nicht. Aber Leute haben dann öfters mal das Buch in der Hand gehabt und gesagt, ja, das erinnert mich schon an Matrix wegen das und das. Und ich so, oh, okay. Nee, aber ich habe es wirklich nicht verstanden. Den ersten Teil habe ich mir angeguckt und danach war einfach nur eine Sendepause. Nee, also trotz aller Erinnerungen und Dinge, die du jetzt gesagt hast, die Sinn machen, ist das ja sein eigenes Ding. Sein eigenständiges Ding. Und gerade dieser Style, den du gesagt hast, den du so ein bisschen auch voraus allen verteidigt hast, dieses Hybride, dass das vielleicht dem einen oder anderen, ich finde gerade das halt spannend und aufregend. Also auch deutlich spannender und aufregender, als wenn ich jetzt den 500. Schwarz-Weiß gezeichneten, Stereotyp gezeichneten Manga, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Manga-Zeichenstile, oder europäischen Science-Fiction-Comic in der Hand habe, die sich untereinander dann vielleicht sehr ähnlich sind. Deshalb finde ich das eigentlich eher mutig und aufregend, als dass ich das irgendwie nicht Fleisch und nicht Fisch finden würde. wir haben gerade darüber gesprochen, diese künstliche Intelligenz haben wir angesprochen, die im Grunde dazu gedacht war, den Klimawandel zu regulieren. Du hast auch gesagt, ja, das nehmen die Leute jetzt häufig auf. Ich habe mir da nicht so viel bei... Aber es ist auch nicht so, dass du es drauf angelegt hast, dass du gesagt hast, das sind jetzt aktuelle Themen, weil es sind ja brandaktuelle Themen leider. Der Amazonas brennt, der Wald rund um den Amazonas. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass du den angezündet hast, um deinem Comic mehr Aktualität zu verleihen. Aber trotzdem ist diese Geschichte ja ein Volltreffer. Es ist eine Science-Fiction, eine düstere Science-Fiction-Dystopie und die Menschen sind auch so ein bisschen dystopisch drauf. Glaubst du, dass das gerade gut funktioniert hat oder war dir das ein persönliches Anliegen? War das so dein Gefühl? Nee, also definitiv nicht mein Gefühl. Also das war, sagen wir mal, Fluch und Segen zugleich, weil zum einen, ja gut, es hat eben halt auch Aufmerksamkeit bekommen, eben auch über die Presse, weil es natürlich jetzt auch natürlich mit Gretchen natürlich dann auch in Einklang gebracht wurde. Aber ich wurde dann halt auch immer wieder gefragt, ob ich mich natürlich auch da in der Richtung auch engagiere und ob ich jetzt, wie du schon mich auch gefragt hast, ob ich jetzt irgendwie einen Hintergedanke hatte. Nee, nicht wirklich, weil das war einfach nur, ich meine, die Entwicklung war vor 4 Jahren und da gab es halt noch nicht die Kids, die ja freitags da demonstriert hatten oder so. Das war einfach nur wirklich so ein Gedankenstreich, den ich einfach mal durchgekloppt habe, mehr aber auch nicht. Dann hattest du halt neben Talent und harter Arbeit daran auch einfach nochmal ein bisschen Glück im Unglück, ja, was dann die Aktualität des Themas
angeht, Message, erste Band, Loading, ist bei CrossCult erschienen. Der zweite Band erscheint voraussichtlich im März. Jo. Und vermutlich werden dich neue Fans und Leser auch in Zukunft auf Messen, auf Lesungen antreffen können, wo sie dann sich einen dieser hübschen Bände signieren können. Jo. Christine, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und dann schauen wir uns mal weiter hier um. Jo, genau.